Hallo. Hallo. Liebe Kinder, wenn ihr dieses Video seht, dann seid ihr bis jetzt noch nicht gestorben. Und falls ihr es doch seht, ja, dann egal. Dann genießt den Weltuntergang. Willkommen zum 21. Dezember. Die Welt wird untergehen und darum werden wir jetzt ein Adventure Map spielen. Genau. Weil wir so Pros sind. Wir es einfach können. Yep. Und soll ich gleich die Storyline lesen? Wenn ich sie auch lesen darf. Du kannst die Regeln lesen. Okay, wir lesen mal die Bücher. Intro. Ach ja, übrigens, wir spielen auf dem neuen Update. Mein Gott. Dung, und da seht ihr 3D und Feuerwerke, aber egal. Ich lese jetzt das Intro. Deadshot, Minecraft Revolution. Ihr müsst jetzt Englisch lesen, tut mir leid. You are one of few citizens of a private city, a small city built in open land near Honolulu, Hawaii. A nearby factory has been attempting to produce a new medication that prevents infectious disease out of the new element discovered in the wreckage of a recent meteor crash. Unfortunately, the test seems secure. However, when the drug was released to the public, it caused an outbreak. The drug destroyed mucus, letting the human stomach digest itself. Eventually, the entire stomach is digested. But the body craves more. It starts to eat away at the heart. The heart's function is given to the cerebrum of the brain, which then makes the human lose common sense. The body still craves blood. And it is forced to wander off to find food. It finds the other non-infected human and eats them to satisfy their craving. This zombie-like state is killing off the entire city and soon will spread elsewhere. But the infection has not left the island. You must escape the island, but the zombies still roam the streets. Do what you can in private city, but eventually you will have to make it to the Honolulu airport and leave the island. Search the streets and try to find the survivors. They might be in the police station. Check there. Eine richtige Apokalypse. Genau, Coordinates. Survivors, Power Plant, Workshop. Ah, das sind Koordinaten. Cool. Okay, das ist wie unsere Karte. Jetzt kannst du die Regeln lesen. Nein, die darfst du. Wieso muss ich alles lesen? Zu viele Regeln sind. More rules, rules and tips. Alter Schwede. Do not break blocks, follow the story, collect emeralds, do not cheat if you load the map and peaceful mode, re-download it, do not trail. Survivors' blood trails normally lead to the place you are supposed to go. All chests are lootable. Live, have some fucking fun. Gefällt mir. More rules, press all buttons on Red Wool, they will guide you through the story. Place levers on chiseled stone brick only. ONLY! War das klar genug? Was? Gib mir nochmal die Bücher. Only! Was only? Ja. Gut. Ich glaube, wir dürfen jetzt die Chests looten. Torches! Cooked fish, stone axe. Cooked fish, torches, stone axe. Dürfen wir alle Chests looten? Okay, dann loot du noch die zwei und dann haben wir beide eine gesunde Ausrüstung. Ich habe zwei Axt. Ich auch. Das ist, glaube ich, gut. Jo, und ich kann hier durchscrollen und das zeigt alles an. Das ist ja mal geil. Okay. Gehen wir auf die Straßen? Nein. Kämpft ihr gegen die Apokalypse? Geht so noch. Zieht euch jetzt noch einen. Nein, nein. Okay. Was? Ah! Ja! Jerry ist tot. Ich hatte, zu meiner Verteidigung, ich hatte wenig Leben und habe mein Leben nicht regeneriert, weil ich Hunger hatte. Okay. Das war. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will die Kiste da hinten! Ah, da ist einer rausgesprungen. Hä? Was ist denn das für ein komische... Hallo? Ich will auch sehen. Was hast du gesammelt? Das da. Meine Axt ist kaputt. Ich will auch. Hat das für mich... Ah, okay. Wir gehen weiter. Ich denke, wir sollten weiter. Hier, gib. Ah, Zombie. Wie viele Spiele ist die Map? Keine Ahnung. Wieso? Gib. Da ist noch die Kiste. Emeralds. Yeah. Was hast du mir gegeben? Ich hab auch bekommen. Danke. Das ist ein Zombie. Und meine Steinachse ist schon kaputt, übrigens. Alter, gehen wir hier weg. Das ja, gefährlich. Eisentüren. Redstone. Blut, bitte. Ah! Blut. Au! Siehst du denn nicht? Oh,
Ich glaube, ich wollte mich doch. Oh, Lederrüstung. Ah! Ich habe jetzt schon kein Essen mehr. Ja, es wird eine Hardcore-Map, so wie ich das sehe. Hotel Staff. Ah! Sorry. Ah, ich hab dich. Kiste. Mit Emeralds drin. Kiste mit Emeralds. Und eine Lederrüstung für dich. Schon? Ah! Zombie Kill. Meine Axt ist gleich kaputt. Gib mir die Sachen wieder. Derp. Hast du mir mein Zeug? Was? Bekomme ich die normale Kacklederrüstung? Und die, du die coole schwarze. Aha. Real Style is for men like me. Ist eine Kiste und die hast du. Habe ich schon gelootet. Ach, das Leben. Hier kann man einen Jump'n'Run machen. Hussa! Hoffentlich kommen viele tolle Jump'n'Runs. Hoffentlich nicht. Ich liebe Jump'n'Runs. Ja, auch wenn du schlecht bei ihnen bist. Ouch, Troll! Aber ich hasse es, wenn man die anderen dann nicht trollen kann. Ja, zum Glück habe ich PvT abgestellt, wie es in den Regeln bedingt war. Das ist gut so. Es geht. Es gibt auch mehr. Also, das ist jetzt ein Hotel? Wow, das ist ein großer Kerzenhalter. Ah, da. Meine Axt ist kaputt. Übernimm du den. Nee. Ich suche da noch nach Kisten, aber. So viel zum Thema Teamwork. Was? Da gab es mal ein Thema? Teamwork. Nein, du hast gesagt, so viel zum Thema. Ja, zu viel zum Thema Teamwork. Eben. Ah, bist du. Ja, da gab's ein Thema. Alter, das ist ja eine riesige Open World. Ja, darum haben wir auch Koordinaten bekommen. Ah, und wohin? Wir könnten zum Survivors gehen oder zu den... Hey, wir gehen mal hier. Komm, wir laufen einfach mal durch die Gegend. Nein, hier hat es... Wo bist du? Hier. Wo bist du? Hier hat es einen Geheimgang durch die Büsche. Wow. Und zwei Chests. Lederrüstung. Und eine goldene Axt. Und Chainmail Leggings. Und eine Schaufel. Gut. Wieso geben die uns Schaufeln und Äxte? Keine Ahnung. Ich habe ein Holzschwert. Dup. Sieht halt geiler aus. Ja, wahnsinnig. Bisschen weniger effektiv. So. Okay. Siehst du? Es war eine gute Idee, nach da hinten zu gehen. Ich frage mich, wie linear die Map ist. Ah, das ist schon gelootet. Sollten wir hier reingehen? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon. Au. Wieso auch immer? Nein! Ah! Ist da was? Da ist Open Worldy. Wieso kann ich dich nicht schlagen? Warte, Blätter kann ich zerstören. Genau. Aha. Es stand keine Blöcke zerstören. Und du bist auf der anderen Seite der Mauer. Ach, egal. Derp, die derp, die derp. Das. Ah! Oh. Mach nicht in die Hose, ob ich jetzt einen Bogen um das. Ich finde das einfach nicht cool. Es ist echt so scheiße. So richtig scheiße. Ich. Du findest es sogar scheiße, wenn man ein bisschen trollt. Obwohl das lustig wäre für die. Es kommt immer auf die Definition von Troll drauf an. Und was machen die Zombies? Die sind in Feuer, in Flammen und schauen über den Zaun. Ich werde jetzt Nathan attackieren, damit er mir... Meine goldene Schaufel ist schon kaputt. Du Opfer! Ihr seid dumme Zombies. Was? Da hinten! Alter, wieso das sind die so... Das ist eine Ambulanz. Alter, der ist gepimpt. Aber die droppen dieses Zeug nicht. Sie könnten vielleicht. Also es ist ja selten, es ist ja nicht immer gegeben, dass sie das Zeug dann droppen. Okay, wir müssen den Team bangen. Also gangen, meine ich, nicht bangen. Gangen. Daher, du schlägst ihn ohne Damage zu bekommen. Kannst du ihn auch mal hauen? Nein, ich lock ihn ja, damit. Der hat immer noch nichts gedroppt.
Oh, das ist ein Schild. Jungle. Okay. Wir gehen mal, ich denke, zum Kran. Hank, da ist das denn? Das ist ein Kran. Ein komischer, verbogener Kran. Vor allem hat er sehr viel Gewicht nach hinten. Ich glaube, der Wie würde ist Kran? IRL nicht so standhalten. Eine Kiste. Was? Emeralds. Okay, Emeralds, gehen wir mal zu den Koordinaten. 269.293. Okay, man kann. Ach, das ist gleich. Den Regen ab. Nein. Gut, dann stoppt es jetzt halt bei mir, da die Internetverbindung kackies ist. Yay. Ja, dann. Wo waren wir? Höre ich halt auf. Oh, das hätte aber gepasst. Jetzt habe ich es abgestellt. Okay. Wir sind in der Nähe des Survivors im Fall. Wir müssen zu 269 und 1293. Das verwirrt mich. 93. Das ist in die Richtung und. Ich war. 269. Wieso sind die Buttons? Was in die Richtung? Das sollte ein Auto darstellen. Das da? Was? Das da hier. Ja. Aber es ist irgendwie oder ein Zug oder etwas. Gegebenes Texture-Pack. Nein, nein. Ein bisschen abstrakte. Also in einem Spiel, aus dem alles aus Blöcke besteht. Also die Autos hätte man wirklich besser machen können. Okay. Und dann müssen wir noch. Ah, dann müssen wir noch umkehren und in die andere Richtung auch laufen. Gut. Dann sollten wir genau auf die Survivors treffen. Nämlich da vorne. Wie es aussieht. Apropos Apokalypse, wie wär's wieder mal mit meinem Vieh? Ja, ich habe noch einen Haufen Clips, die ich eigentlich schneiden sollte. Oh, ein Bogen! Mami! Wieso immer die gleiche Ausrüstung. Yeah, Pro. Ich würde dich jetzt schlagen, aber nein. Wieso willst du mich schlagen? Ah, Storyline. Genau. Wieso willst du... Well, it's locked. But I know the man who has the key. Ach ja? Last I knew... No, I know. He was camping in the jungle to the right. Das sind Command Blocks übrigens. Die schneiden den Text so ab. Okay. Nach rechts. Ja, ich weiß. Bin ich blöd. In den Dschungel. Ja, ich sag's zum Zuschauen. Ach so. Die das nicht wissen. Die sind auch nicht blöde. Ja, aber es gibt ja Leute, die wissen das nicht. Es gibt Leute, die spielen vielleicht nie Minecraft. Oh mein Gott, dann sollten sie so schnell wie möglich das Video abstellen. Pausieren. Wieso? Zerstören. Wieso? Keine Ahnung. Man kennt Minecraft einfach. Und man kann es kennenlernen, wenn man es nicht kennt. Solltet ihr jedenfalls in den nächsten paar Stunden, da die Welt bald untergeht. Es lohnt sich noch für die nächsten paar Stunden Minecraft zu spielen. Jetzt im Rabatt. Im Weltuntergangsrabatt. Übrigens, auf Planzeit hat es morgen irgendwie ein Sale, Station Cash Sale. Ist hier ein... Ah! Jetzt auf Deutsch. Hallo. Station Cash. Das ist das Zeug, mit dem man... Ich habe 5000 davon. Mit dem kann man... Was war da drin? Yeah, Jobass Worker. Yeah, I am the key, but I'm hungry. Catch me a fish in the pond over there and cook it in the fern. Us. Ja, ich habe eine Angel. Okay. Wo muss ich... Oh. Im Pond. Genau. Ja, jetzt können wir über Station Cash und so reden. Du hast gerade einen Fisch übrigens. Oh. Verpasst. Station Cash geben sie irgendwie morgen. Wenn du ein Station Cash kaufst, bekommst du drei dafür. Das ist einfach, ja, das, wenn du Geld zahlen willst für in-game Stuff. Und irgendwie XP-Bonus und so gibt es auch noch. Das müssen wir. Fisch gleich ein paar, dann haben wir für uns auch noch. Tö. Wäre doch intelligent. Die haben nicht gekocht. Ja, wir können es kochen. Es hat für 8 Fische, haben wir. Ein Kohle. Mhm. I wish you. Wir könnten ein Lied singen. Ein so Fischerlied. Die Fische kommen, sie kommen wieder, sie kommen immer wieder.
Lalala. Da ist eine Chest. Oha, ich habe zwei Eisenäxte. What up, what up? Deine Eisenaxt. Damn. Ach, wie schön. Dieses Erfolgserlebnis, wenn man eine Kiste findet. Ist doch was Schönes. Ich finde es toll, dass wir mit Äxte spielen müssen, also kämpfen. Ist doch wie IRL. Ich meine, da kämpft man in einer Zombie-Apokalypse, kämpft man auch mit der Axt. Gibt es ein Maximum an Fische, die man fischen kann in einem See? Ich glaube, ich weiß nicht, respawnen die oder so, ich weiß gar nicht. Wie viel hast du jetzt? 3. Die sollte man. Okay, wir hören bei 4 auf, das reicht. Nachstellen. Ja, das ist. Sie sind ja im Code drin, einfach keine Bilder. Irgendwie. Animationen. Also wenn die so eine gebackte Angelroute darstellen können. Ja, am Arsch! Was eine gebackte Angelroute? Die Angelroute ist perfekt in Minecraft. Bitte. Ich kann jetzt hier schießen, dann kann ich da durch den Baum laufen mit dem Seil. Es ist Minecraft. Ich meine, ich könnte jetzt da noch. Ich habe gerade die Fische für. Ich kann durch das Haus angeln. Ach du scheiß Fisch. Okay, wir kochen die wir haben. Hey, eine Kiste. Ach, das ist sehr clever gemacht mit deinem Butt-Switch. Merkst du das? Ja, Eisentüre, eine Dings und dann können wir einfach einen Butt-Switch reintun. Was sollte das werden? PvP ist immer noch abgestellt. Ja, leider. Butt-Switch. Oh, Butt-Switch for the win. Was ist? Durch den Jetzt haben wir den Schlüssel. Durch den Ofen. Genau. Ach, wie schön. Weißt du, wie Butt-Switches funktionieren? Das ist die. Das sind. Sie sich enthitzen und dann. Weiß ich auch nicht. Nein, was. Das ist dein Block-Updater. Wieso haust du den? Der hat mir nichts getan. Er hat Gefühle, ich weiß. So, du kannst. Du kannst einen anderen nehmen. Ich mag Fische eh mehr als du. Nein, was ich sagen wollte: Block-Updates, das sind dieselben Dinge, die wir in unserer. Serverwelt haben. Mhm. Wieso bist du an der Stelle am Stehen bleiben? Weil ich gerade mein Inventory sortiere. Okay, ja, eben, das sind die Dinge, die an der Melon Farm sind. Das sind Pistons, die diagonal von Redstone gebaut werden. Und die aktivieren sich bei einem Block-Update. Kann man eigentlich bei diesem Riesenbaum nicht hochgehen? Viel Spaß beim Selbstmord. Ich meine, okay. Die Welt geht nur bald unter. Okay, wir haben jetzt ein Lever. Ein Lever. Wir haben eine Leber. Was? Was würdest du tun, angenommen, morgen wäre wirklich der Weltuntergang und du hättest es jetzt erfahren? Weil gar nichts. Es kratzt mich ja nicht. Du hättest halt nicht einen Stuhl genommen, würdest auf den höchsten Berg gehen, ihn hinstellen und. Der Welt. Okay, doch, so. Wie beim Film 2012, als sie da im Riesenschiff sind und dann kommt ja der Hulk und zerstört die Welt. Was? Ja. wo kommt der Schlüssel? Da, Chiseled Block. Alles klar. Duck. Rein da, Kiste, und alles Button. Raus, Lever. Walkie talkie. Help, help, help me in the tunnel, they're getting closer, help! Oh, jetzt komme ich. We gotta help him, hurry, I think I remember seeing the tunnel on the way. To the power plant! Quick, let's! Let's do it! Let's go! Was war in der Kiste? Emeralds? Ein Lever. Eine Leber. Eine Leber. Da, schau! Er schreit! Die ganze Zeit! Ach nee, jetzt hast du gerade meinen Chat voll gespammt. So, jetzt musst du aber den Text sagen. Wo bist du? Nein, ist ja genau der gleiche. Ja, aber du sagst es jetzt. Das andere sagst ja du jetzt. Welches? Ja, lies doch den Text. Jack Rocker sagt. Dann. Aha. Nein. wir müssen zum Tunnel. 357.067. Kannst du mal die Koordinaten auftun? Frage, die Zombies, ihr sind irgendwie geistlich verwirrt. Ach was, ist gut so. Kannst du mal die Koordinaten auftun? Schön.
Bemerkt er mich nicht? Hallo! 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 Warte! Oh, warte! Oh, oh. Oh! Das sieht sehr lecker aus. Können wir jetzt weiterfahren? Ist das wegen dem neuen Update oder wegen dieser Kann komische... Sein. Okay, egal. Eben, jetzt nimm deine Koordinaten hervor. Ja. Jetzt musst du zum Tunnel und das ist 357. Ja, du ja auch. Ja, ich weiß. Ich folge dir dann. 300. Dann muss ich mir das jetzt noch aufschreiben. Nein, du musst nur deine Koordinaten ansehen und schauen, in welche Richtung wir müssen. Das muss ich wieder tun. Ich hab vorhin. Okay, also sag doch mal. 357 auf der X-Achse. 357. Ja. Und dann auf der Y-Achse 1067. 1100. 67, aber ja. 1100. Was, 0,100? Das heißt, keine 100. Ist hier etwas drin? 1067. Okay, dann müssen wir irgendwie in diese Richtung gehen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Zombie. Ach, wieder so ein geistlich Verwirrter. Ah, nein. Kiste! Mit zwei Steinschwerter und schon wieder... Und eine Chainmail. Das sieht aus wie ein Meteor. Nein, du brauchst keine Hose. Aber ein Stein? Nein, das brauchst du nicht. Schwert. Nein, das brauchst du nicht. Danke. Dass du mir das trotzdem gibst. Gut. Lass uns weiterziehen. Also irgendwie da nach irgendetwas. In diese Richtung hier. Genau. Das ist ein Schild. 300 Wasser. You are now entering Southeast Estates. Okay, cool. Kuchengeschmack. Failblog.com. Zombie mit einer Axt. Rewards comes with the courage of succeed. Okay, jetzt kümmert's mich doch. Also hier hat das Kuchen wieder eine Rüstung mit Fleisch. Ich nehme einfach das Essen. Brot und ein Buch, das darfst du vorlesen. Help. Töte ihn! Wo ist das Buch? Wir tanzen Tango, ich und mein Zombie. Wir tanzen Tango, ich. Wo ist das Buch? Das hab ich genau. Dann liest du vor! Nein! Ich halt ihn ab. Mein Englisch ist not really good. That doesn't matter, then you are an outsider Inlander. Dann sprichst du halt Ausländerdeutsch. Hast du jetzt gehört? Was? Take what you need and God bless you. Okay, sehr nett. Und hier kommen wir nicht rein. Okay. Aber ich glaube, steh mal das Schild. Rewards come with the courage of succeed. Ich glaube, da können wir irgendwie rein. Habe ich das Gefühl. I got a feeling. Ohne Scheiß. Hier, ja. Schnell. Du brauchst etwas, was ich brauche. Also, du brauchst... Ich hab das schon. Und das da. Unnötig. Viel zu viele von diesen. Hey, Kuchengeschmack. Okay, das ist wieder Kisten. Kompass mit zwei Schaufeln. Den Kompass kannst du diesmal nehmen. Brot. Ich nehme das Brot. Jetzt habe ich gleich genug zu essen, Mann. Alter. Nam. Ich tue jetzt die Rüstung hier rein. Die kann mich mal am Arsch. Bitte nicht. Das wäre irgendwie Igitt. Style. Kisten looten. Ich habe gerade was gefunden. Wo bist du? Ich bin zurück beim Roten Haus. Zum Kuchen zurück. André, zu mir zurück. Alter, ich glaube, wir dürfen gar nicht hier hin. Doch. Ich habe gerade eine Kiste mit tausenden Helmen aus Eisen gefunden und ein Buch und 10 Brote und Spitzhacken. Wieso können wir dann schon hier sein? Ach, ich nehme einfach mal das Zeug. They have finished the wall. We are trapped in their coming. Ist übrigens in dem Haus hier. So, in diesem Buch steht, weißt du was, Regeln, fick dich. Leave few tools here after, don't slack off, to, okay. Ist das etwas, das wir danach machen müssen? Ich verstehe es nicht ganz, trotzdem nehme ich ein paar Sachen mit. Für dich und für mich. Okay.
Wir müssen eben noch diesen Tunnel finden. Ich habe ja noch einen. Warte schnell. Ich hatte noch einen Lever dafür. Du machst mich aggressiv. Eine Schaufel. Eine Spitzhacke. Ein Helm. What the hell? Okay, eben. Wir müssen zu dem Dingensbumsens. Und da. Wo ist das Dingensbumsens? Koordinaten? Zuhören, Tunnel 357.067. Also, was 3, also 350 und du ja, hast circa und 1.067. Okay, dann geht es hier runter. Hallo Zombie, der mich beachtet. Ich werde dich retten und den Zombie direkt in deine Richtung schubsen. Au, der hat eine Spitzhacke. Können wir hier in die Häuser gehen? Hä? Kack auf die Häuser. Ehrlich gesagt, nein. Okay, wir gehen in die Häuser. Mit noch mehr Lederrüstung und einem Bogen mit Pfeilen. Ich hab schon einen, kannst du behalten. Und wieder Scheißrüstung, die ich nicht brauche. Au! Dort hinten war eben diese eine Kiste. Diese eine Kiste. Was machst du? Ich laufe gerade um das Haus rum, weil ich kann. Und ich laufe dir gerade hinterher, weil ich es kann. Alter, das ist ja so Weltuntergangs-Style. Ist ja was Trauriges. Ja, 2 Menschen, 7 Milliarden Menschen leben noch. Ich glaube, die müssen. Tunnel. Wo ist der Tunnel? Der Tunnel ist, glaube ich, da vorne. Nein, wirklich? Habe ich irgendwie das Gefühl? Ich weiß auch nicht wieso. Oh mein Gott. Wieso sind die so gepimptet? Der hat eine gepimpte Schaufel. Ich will auch eine gepimpte Schaufel. Dafür brauchen wir jetzt diese schönen. Hast du den Schlüssel genommen? Schlüssel. Schlüssel. Und die Zombies sind da. Oh, Headshot. Headshot. Level up. Oh. Yeah, in your face. Die Zombie in der Flammen. Wir hatten beide die gleiche Idee. Ja. Kiste. Oh mein Gott. Nein. Was ist in der Kiste? Steinschwert. Und ein Raw Chicken. It looks like he crashed. So. Ach nee. What? Das ist ein Auto. Aber, hä? Wieso? Wait, what's that? Walkie talkie. Did you make it? I heard a crash. Hello? Hello? Another group of survivors somewhere. Let's see if we can find them. What the hell was that? There must be another group of survivors. There was 9. Ah, Jet! Let's see if we can find. Es muss eine andere Gruppe von Überlebenden haben. Schnell, wieso kommt der Text random zu dir und zu mir? Also. Das ist mit dem Command Box. Kann man at R, glaube ich, oder at P irgendetwas. Und dann macht's random. Oder bei dem ist es wahrscheinlich at nearest, also zum nächsten. What well if you dare come. Was sagt ihr da? Das ist immer noch der gleiche Text. Aber wo müssen wir jetzt hingehen? Come back. Well, if you dare come back to the campsite, Richard. What? Campsite Richard. Wo ist das? Ich bin gerade am gucken. Irgendwie das Gefühl, diese Map dauert zu lange. Nein, einer hat gesagt, sie ist recht kurz. Also Campsite 266.0110. 266.0100. Wieso? Wieso 1000? Dann sagt man 1010. Nein, ich sag 1100. Ich habe das in der ersten Klasse gelernt. Oder in der zweiten. Dann müssen wir. Das ist doch die richtige Richtung. Hier, da, ja. Diagonal durch dieses. Ah, brennender Zombie. Hält ein. Ich denke, wir sollten auf den Straßen bleiben. Am Arsch! Ja, ich finde die Custom Zombies, also Monster, im Fall mega cool.
Wie kommen wir wieder hier hoch? Eben, genau darum habe ich gesagt. Okay, gehen wir durch den Wald. Pickaxe. Aber wir hätten da... Ach, da. Also bitte, das mache ich jetzt nicht. Entschuldigung. Was? So blöd, um das Gebäude zu laufen. Ja, wir begeben uns immer noch in die richtige Richtung. Ach nee, nicht ganz. 266. Ah, wir müssen hier wieder rauf. Ach, kacke. Wir müssen zurückgehen. Bin ich. Ja, du hast gecheatet. Ich laufe jetzt rum. Hab ich gecheatet. Warning. Nuclear Power Plant Waste. Wir müssen nicht zum Power Plant. I see. Maybe we can find the key. Okay, für was ist denn das? Das ist zu geopert, diese Welt. Was? Nein, das ist cool. Das ist wie Skyrim. Wie komme ich wieder zurück auf die Straße? Gar nicht auf die Straße, du hast ja recht. Hä? Du musst gar nicht auf die Straße. Wie viel? 200? 200. Wo muss man dann durch? 210 hast du gesagt. 266.000. Doch, wir müssen zurück auf die Straße. 1010. Was? Bei X? Ja. Das war's. 266. Ja, eben. Du hast 266.000 gesagt. Nein, wir müssen nicht zurück auf die Straße. Du Gottschnitte. Und ich sehe das Haus schon. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich bin einfach orangen Dorf. Oh, ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Schön. So. Aber ich bin hier direkt hingelaufen und jetzt komme ich nicht mehr weg. Ach doch, ich seh's. Ah ja, ich bin doof. Ich bin Kiste. Dafür habe ich eine Kiste gefunden mit Emerald und Lederrüstung, die kacke ist. Okay. Schon wieder ein Bogen, schon wieder Lederrüstung. Also Lederrüstung haben wir genug. Jo. Ein Pferd und wieder Lederrüstung brauche ich nicht. Wir looten einfach den Leuten mal das Zeug. Ich finde das... Bogen mit Power One. Hell yeah. Arsch. Goldene Boots. Ich hab goldene Stiefel in your face. Toll. Oh mein Gott, ich finde gerade das Beste jemals. Was, ich will auch. Okay, wir teilen es dir das dann ganz fair. Ich nehme die Chestplate aus Eisen, die enchanted ist. Ja, voll, ich auch, aber. Und dann nehme ich noch die Schuhe mit Feather Falling und dann bekommst du noch das. Und das. Zwei Sachen, die verzaubert sind. Ja. Ganz fair. Hast du schon auf den Knopf gedrückt? Nein, aber okay. Warte. Du musst sagen. Ich sag gar nichts. Warte schnell. Du bist dran! Warte schnell! Alter, der Text geht einfach zu schnell. Wo ist die Axt? Hier. Da. Also, wo bin ich? Where's the man in the tunnel? You, because. Knöpfe. He crashed. Ah, yes, poor Sheen. We will all remember him. Another of our men went missing today as well. Mike went to go turn the water pump on. It's located at... Danke. Yes, we will do. We will go look for him. Excellent. There is a gravel pathway that leads to the site. Be careful. War das nicht dein schöner British accent? Ja, zu britisch. Was? Das war episch. Also, warte schnell. Irgendwie, ich verwirrt. Wir müssen dem Gravel Path nachgehen. Der Eisenrüstung. Was? Ich habe Eisenrüstung und? Ja. Du hast auch Eisenrüstung. Kannst du mir wenigstens die Goldschuhe geben? Ach ja, stimmt, ich habe ja noch Goldschuhe da. Zaubert ist. Bei dir sind drei Sachen verzaubert. Darf ich bitte die Schuhe, die verzaubert sind? Nein, die habe ich selber verzaubert. Ich hatte nur zwei. Leb damit. Das ist doch. Rablö. Oh, du blätterst gerade in einem Buch rum. Ist das spannend? Ja, da kommt vor, dass ein Mensch namens Jerry der dümmste Mensch auf der Welt ist. Santa wird dir dafür keine Geschenke geben. Ich könnte dir jetzt ein Crafting Table einfach zerstören. Ja, dann machst du das. Wie lange geht das noch bei dir? Ich wollte Level 4. Soll ich noch eine Kaffeepause machen? Protection 2.
Wir könnten in den Betten schlafen eigentlich, aber egal. Sam, stell auf Nacht. Nein, wir werden nicht sterben. Gut. Wir sind zu pro zum Sterben. Stell auf Nacht. Wir sind zu pro zum Sterben. Stell auf... Wieso habe ich jetzt nochmal da drauf geklickt? Wo bist du? Dem Gravel Pathway entlang. Wo müssen wir hin? Ich habe nicht gelesen. Tunnel zurück. Dem Gravel Pathway entlang. Den Tunnel zurück. Darf ich dich von hinten nehmen? Oh, jetzt ist es zu spät. Ja, ich habe nämlich gerade nach vorne geguckt. Pathway ist ja mal doof. Madagaskar, Ohrwurm. Was, Madagaskar ist mega cool. Ja, eben, Ohrwurm. Übrigens, kennst du Trespass is your ass? Was? Ach, egal. Minenfeld habe ich jetzt gerade sagen wollen. Minefield, okay, ja. Jetzt haben wir ein Problem. Hussa! 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 Du bist ein... Nein! Ja, das war das Minenfeld. Ja, so wird es aussehen im Normalfall. Ah, ja, es ist ein Flachland. Ja, genau. Flatland Pros. Try to trespass. Ah, okay, ich habe schon Eisenrüstung. Kack drauf. Kisten. Oh mein Gott, viel zu viele Getränke. Splash Potion of Regeneration. Swiftness. Potion of Strength. Poison. Nein. Strength. Regeneration. Werden wir kämpfen oder so? Ich drück mal, soll ich mal auf den Knopf drücken? Ich drück mal auf den Knopf. Guys, look! The key to the factory is in this chest. This might be out. Take it out of here. If there is an. Irgendwas? Is there an. Kommt noch. Das könnte zu Verwirrungen führen. Muss ich. Hast du den Lever genommen? Ja. Okay. Jetzt kommt der Moment, wo wir nicht weiter wissen. Was ist das? Nochmal. Ah, Factory. Factory, okay. Wie kommst du jetzt auf... Ach, egal. Wir müssen zu der Factory. Warte schon, ich habe viel zu viele Getränke. Das sind so Hängepfosten. Was? Ich weiß, Hängepfosten. Noch nie von denen gehört. Also hängen und dann, naja. Und dann ein Pfosten. Und dann hat man so einen Pfosten in seinem Gesicht und man hängt über eine Schlucht. Und wenn man runterfällt, dann fängt einem der Pfosten auf. Hängepfosten. Noch nie davon gehört. Nein.